Die Infektionskrankheiten haben zwar weitgehend ihren Schrecken verloren, doch andere bislang nicht bekannte Krankheitsbilder fordern die medizinische Forschung ständig heraus. Moderne Medikamente und eine Unzahl Kosmetika, Reinigungs-, Konservierungs- und Schädlingsbekämpfungsmittel enthalten Moleküle, die so winzig sind, dass sie ohne Schwierigkeiten in den menschlichen Organismus eindringen und dort ein dramatisches biochemisches Geschehen in Gang setzen können, die allergische Reaktion. Die Bekämpfung ist noch verhältnismäßig einfach, wenn man den Auslöser kennt, so wie er von außen kommt. Wenn sich aber der allergieauslösende Stoff erst im Körper bildet und wenn dabei gar zwischenmenschliche Beziehungen eine Rolle spielen, dann kann das Ergebnis ein gänzlich neuer Krankheitstyp sein, dem die Medizin rat- und hilflos gegenübersteht. Michael Krausnick und Reimar Rudolph, die Autoren des folgenden Science-Fiction-Spiels, haben solche komplizierten Überlegungen in eine spannende Handlung gekleidet. Folgen Sie ihnen in Klinik und Labor auf der Suche nach dem geheimnisvollen Stoff Pentakinin. Zweite Medizinische Universitätsklinik, Station 18. Ja, ich hätte gern Dr. Hilbert. Augenblick. Station 18, Hilbert. Ja, hier Kurpreuk. Störe ich dich? Immer. Na, hör zu. Ich habe ein Problem. Nur eins, du Glücklicher. Irgendwas ist mit Probe 244 los. Von welchem Patienten stammt die? 244, Moment, kannst du gleich haben. Hier haben wir 41, 43, 44. Na bitte. Hanke Erwin. Seltsam ausgerechnet der. Wieso, was ist? Naja, unser Sorgenkind. Über 70, nicht umzubringen mit seinem Humor. Alle nennen ihn Opa. Ja, und? Ja, der wurde hier halb tot eingeliefert. Bronchialasthma. Der erste Anfall in seinem Leben. Pfiff 3 Tage lang aus dem letzten Loch, aber jetzt ist er beim Berg. Asthma? Mit 70 Jahren den ersten Asthmaanfall? Ja, wie sagte doch der alte Merkel immer? In der Medizin gibt es nichts, was es nicht gibt. Du, was ist denn verkehrt mit seiner Blutprobe? Weiß der Teufel. Das Gebärmutterpräparat reagiert mit einer außerordentlich heftigen Verkrampfung. 8-mal stärker als üblich. Und das geschlagene 12 Minuten lang. Toll. Du, mit der Entdeckung kannst du was werden. Gratuliere. Abwarten. Ich kann mir keinen Fehler leisten. Ich muss ganz sicher gehen. Ich meine, du, eh wär's an die große Glocke hängen. Keine Angst. Ich verrate nichts. Noch nicht. Also auf jeden Fall brauche ich eine neue Blutprobe von eurem Opa, dass ich die Testreihe nochmal wiederholen kann. Geht in Ordnung, Herr Professor. Pardon, Herr Doktor. Sehr witzig. Also bis morgen. Bis morgen. Was ist? Habt ihr euch wieder mal eine neue Krankheit ausgedacht? Unsinn, aber wenn das klappt, Bildchen, sind wir aus dem Schneider. Das wird die Entdeckung. Wahrscheinlich übertreibst du mal wieder. Dann geht's aufwärts. Veröffentlichung hier, Veröffentlichung da. Das Kurpreuk-Phänomen, wird man sagen. Und bestimmt. Und die Schlachtersfrau wird fragen, darf es ein bisschen mehr sein, Frau Professor? Frau Professor, du spinnst. Außerdem bin ich mir gar nicht mal so sicher, ob ich dich überhaupt nehmen würde. Ich wäre schon froh, wenn du ab und an mal ein bisschen mehr Zeit für dein Bildchen hättest. Versprochen. Hoch und heilig. Die nächsten Ferien überspringen wir nicht wieder, sondern wir fahren... Tatsächlich? Tatsächlich. Schließlich muss ich mich ja mal ausruhen. Auf meinen Lorbeeren. Die du noch gar nicht hast. Die ich aber haben werde. Gedankt sei den Ratten. Den Ratten? Ja. Ja, beziehungsweise dem Blut von Opa Hanke. Du spinnst, echt. Ich erkläre es dir, ja? Also, man nehme das Gebärmutterpräparat einer Ratte und durchspüle es, um den Bradykiningehalt zu testen, fein säuberlich mit den aus verschiedenen Blutproben vorbereiteten Lösungen. Und das soll Spaß machen? Nicht sonderlich. Aber immerhin, gestern hatte ich einen guten Tag. Das Gebärmutterpräparat reagierte sehr empfindlich auf alle Blutproben. Und woran merkst du sowas, fragst du die Ratte? An der Gebärmuttermuskulatur. Die reagiert mit einem venartigen Krampf. Das ist normal, aber völlig abartig, geradezu sensationell. Unerhört heftig war die Verkrampfung bei der Probe Nummer 244. Ganze 12 Minuten lang. Euer Opa? Ja. Und der hat Asthma. Mit 70 Jahren zum ersten Mal. Das ist doch kein Zufall. Also irgendwie hängt das zusammen. Und wenn wir den finden, den Zusammenhang, De Vries scheint auch schon Lunte gerochen zu haben.
gibt's denn sowas? Ist ja wahnsinnig, so eine Verkrampfung. Habe ich meinen Lebtag noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Sie testen doch den Bradykiningehalt, oder? Ja, schon. Das ist aber keiner. Niemals. Finden Sie? Das sieht doch ein Blinder, dass da was nicht stimmt. Da muss doch was anderes drin sein. Wo haben Sie das Zeug denn her? Blutprobe. Von irgendeinem alten Asthmatiker. Das müssen Sie mal untersuchen. Eine chemische Analyse. Worauf Sie sich verlassen können. Da steckt eine Habilitation drin für Sie. Ehrlich. Schön wär's. Ich drück die Daumen. Übrigens, apropos Asthma, das scheint jetzt Mode zu sein. Hat es den ganzen Urlaub verkorkst. Was? Sie auch? Nee, ich nicht, aber meine Frau. Seit 3 Jahren unser erster gemeinsamer Urlaub, Kinder bei der Oma und dann sowas. Vielleicht hat sie das Klima nicht vertragen oder die Trennung von den Kindern. Ich weiß nicht. Ist auf jeden Fall was furchtbar. Kaum 3 Tage am Ort, da kriegt sie Atemnotanfälle, Migräne mit Ohnmachtszuständen, Brechreiz, Durchfall. Und dazu ganz eigentümliche brennende Hautschmerzen, jeden Tag an einer anderen Stelle. Seltsam. Was? Wie bitte? Hier, die Gebärmuttermuskulatur. Immer noch völlig starr. Damit dürfte ein methodischer Fehler ausgeschlossen sein. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ihrer Frau, geht's ihr denn jetzt wieder besser? Ja, Gott sei Dank. Der Alltag hat uns wieder. Spendierst du mir noch ein Schlückchen Kaffee? Wenn du mir einen Teil von der Zeitung abgibst? Aber gerne. Danke. Ah, danke. Ach du lieber Gott. Was ist? Anita Gellermann. Die kleine Anita Gellermann ist tot. Wer bitte? Die Gellermann, die Schauspielerin aus Bremen, die wir neulich im Theater gesehen haben, in der Wildente mit Benno Liethardt. Ach so, ja, die. Ich weiß. Die war ganz hübsch, ne? Erstickungsanfall. Während der Vorstellung, mitten auf der Bühne. Was? Erstickungsanfall? Mitten auf der Bühne wird sie ohnmächtig, fällt um und stirbt auf der Fahrt ins Krankenhaus. Wahrscheinlich Asthma. Ausgerechnet. Kommt tatsächlich in Mode, wie de Vries sich ausgedrückt hat. Ganz blau soll sie im Gesicht gewesen sein und hat geschrien vor Schmerzen. Schrecklich. Sag mal, berührt dich sowas denn überhaupt nicht? Doch, doch. Ich habe bloß etwas mehr Routine in Rührung als du. Ist sie ständig Asthmatiker? Heute Nachmittag schaue ich mal in der Klinik ganz genau an. Den Opa bei Hilbert auf der Station? Dem von der Blutprobe? Genau. Ich werde ihn mal interviewen. Das könnte mir weiterhelfen, wenn der gegen irgendwas eine Allergie hat oder so. Ja, also das war Samstag. Ich sitze da ganz friedlich vor das Glotzophon und warte auf den Krimi. Und meine Frieda, die kommt aus der Küche mit einem kalten Bier und gibt mir einen guten Nachtkuss. Und sie ist kaum draußen, da kriege ich doch einen Hustenanfall, dass ich denke, ich soll ersticken und Schwindel und Brechreiz, ganz übel wird mir. Und Kopfschmerzen, das mir schier die Ome platzt. Und ein Hautbrennen, Mann, als wenn du in Salzsäure getunkt wirst. Also, ich konnte gerade noch um Hilfe schreien. Naja, meine Frieda war sofort im Mann da. Wach auf, Erwin, brüllt sie. Und pack mal ein Schlafittchen. Aber da geht's erst richtig los. Als wenn man in der Mitte Drahtschlinge der Brust zuschnürt. Und ich jab's nach Luft und keuch und fiepe. Und dann wird mir schwarz vor die Augen. Und dann... Den weiß ich nicht mehr. Und der Anfall, den Sie neulich auf der Station hatten? Während der Besuchszeit? Genauso, Herr Doktor. Ganz genauso. Meine Frieda ist kaum 10 Minuten drin, da geht es wieder los. Wie beim ersten Mal. Als wenn meine Frieda was an sich hätte, das in die Puste nimmt. Und ja. Diese sonderbaren Hautschmerzen, waren die auch wieder dabei? Oh, und was für welche, Doktor? Seltsam. Fast die gleichen Beschwerden wie bei der Frau von de Vries. Wissen Sie, Doktor, als Bengels haben wir immer versucht, uns mit Brennjas Löcher in der Haut zu brennen. Genau so ein Schmerz war das. Also mit dem Hautbrennen kann ich nichts anfangen, du. Typisch ist es jedenfalls nicht. Vielleicht eine neue Sonderform von Bronchialasthma. Wahrscheinlich auch eine Allergie. Berufsmäßig.
Herr Hanke. Ja? Wir müssten mal herausfinden, ob Sie schon irgendwann einmal in Ihrem Leben gegen irgendeinen bestimmten Stoff überempfindlich waren. Trevira, Diolen und so, ne? Hat man von ihr lesen, dass manche Leute davon... Nö, ich hab mir immer wohlgefühlt in meine Klamotten. Wir meinen das Allgemeine, also keine Textilien oder nicht nur, sondern alle möglichen Allergene. Also Stoffe, ob es sich nun um Pflanzenpollen, eine bestimmte Seife, Waschpulver, Körpersprays... Körper, Sie meinen, der Schwitzfleck muss weg und ja. So. Nee, da bin ich dagegen, Doktor. Frieda und Icke, wir duften wie Frieda und Icke, immer schon. Es gibt unendlich viele Stoffe, die Allergien hervorrufen können. Auch Tierhaare zum Beispiel. Ja. Pelze, Felle oder irgendeinem Hausstaub vorkommende unsichtbare Milbenart. Haben Sie da irgendwie oder irgendwann mal was festgestellt an sich? Irgendein Jucken oder so? Nee, Herr Doktor, ich glaube, da sind Sie bei mir auf dem Holzweg. So empfindliche Pippeleien kann sich unser Eins überhaupt nicht leisten. Sie waren Bäcker? Ja, ich habe so ein Jahr Konditor gelernt und ein Geschäft in Spandau gehabt. Aber dann haben die Kaufhäuser Brotabteilung noch gemacht und da konnten wir Kleinen nicht mitnehmen. Ja, also das interessiert uns im Augenblick weniger. Aber da sind viele von uns kaputt gegangen, Herr Doktor. Wie lange haben Sie denn als Bäcker gearbeitet? Das war ganze 28 Jahre. Dann musste ich verkaufen. Und während dieser Zeit haben Sie wirklich nie Atemnot gehabt? Oder Schnupfen? Nee, das heißt, Schnupfen schon mal morgens manchmal, wenn es in der Backstube kräftig gestaubt hatte. Ja, aber Herr Hanke ist doch seit Jahren nicht mehr in seinem Beruf. Lass doch mal. Herr Hanke, wie war denn das neulich, als Sie in der Besuchszeit den Anfall bekamen? Hat Ihre Frau da irgendwelche Teigwaren mitgebracht? Ja, zwei Streuselschnecken, aber die esse ich auch immer. Nicht? Und schön dick Mehl drauf, hm? Na klar, was denn sonst, Doktor? Sehen Sie? Ich sehe gar nicht. Also, Herr Dr. Purpreuk vermutet, dass Ihre Krankheit mit einer Überempfindlichkeit gegen Mehlstaub zusammenhängen könnte. Mhm. Das berühmt-berüchtigte Bäckerasthma. Icke? Niemals, Doktor. Das könnte aber der Schlüssel sein zu Ihrer Krankheit, um Ihnen helfen zu können, Herr Hanke. Mit anderen Worten, wir müssen einen Mehltest machen. Ja, bitte, wenn es Ihnen Freude macht. Bitte, ich stehe ganz zur Verfügung. Bitte. Und? Habt ihr den armen Opa in die Mangel genommen? Mhm. Alle nur erdenklichen Tests. Ohne Ergebnis. Wie? Keine Reaktion. Du musst nicht so laut gurgeln. Was? Ich hab dich nicht verstanden. Mit dem Mehlstaub hat das nichts zu tun. Nein, du verstehst mich nicht richtig. Ich hab dich klar und deutlich gefragt, wie. Weder noch. Also... Wie war's? Ich wollte nur mal ganz bescheiden anfragen, wie ihr sowas testet. Wie? Verstehst du? Wie? So, also, warte mal. Folgendes. Nehmen wir mal an, du hast was hier, gegen diese Seife mit der aparten Duftnote, weil deine Haut so unerhört empfindlich... Lass meine Seife in Ruhe. Sie wird von allen Film, Funk und Fernsehstars bevorzugt. Unzählige Dankschreiben beweisen es. Jedenfalls kriegst du, also mal angenommen... Von dem Parfum, mit dem diese Seife da parfümiert ist, so einen hässlichen Ausschlag. Und zwar hier und da und hier und da. Und au! Also das ist genau die Stelle, an der man eine Dame nicht anfassen darf. Jedenfalls nicht am frühen Morgen, du Pflege. Für einen Arzt gibt es solche Stellen nicht. Aber im Ernst. Um nun rauszukriegen, welcher von deinen 1000 Sprays, Pudern, Seifen etc. der Übeltäter, also das Allergen war, machen wir einen Test, in dem wir dir alle verdächtigen Substanzen auf die Haut kleben. Bei Opa Hanke also den Mehlstaub von seiner Streuselschnecke? Ja, so ungefähr. Das heißt, bei Stauballergien macht man es ein bisschen anders. Da wird die verdächtige Substanz direkt unter die Haut gespritzt. Auf jeden Fall, an der Stelle kommt es, sofern wir den Schuldigen erwischt haben, zu einer Reaktion, die man Antigen-Antikörperreaktion nennt. Wie bitte? Ein biochemischer Prozess, mit dem der Körper auf das Eindringen von dem Antigen... Auf jeden Fall ist das Ergebnis einer solchen Antigen-Antikörperreaktion, dass sich als Folge davon eine juckende Quaddel bildet. Etwa so wie bei einem Mückenstich. Konntest du mir folgen? Mit Mühe.
Und jetzt gibst du mir meine Seife zurück, du quaddliger Antikörper, du. Hallo, der Spieß. Tag, Kurbräuch. Ich muss hier unbedingt sprechen. Wenn Sie ein Stück mitkommen, ich bin mit Hilbert verabredet. Hm? Wo brennt's denn? Das ist ja meine Frau. Haben Sie schon die Mittagsnachrichten gehört? Nein, ich war bis eben im Labor. Was ist? Es ist furchtbar. Ständig werden weitere Asthmaanfälle mit den neuen Symptomen gemeldet. Es ist überall. Allein bei uns soll es 2 Tote gegeben haben, aber keiner sagt was, keiner dementiert. Ein schwarzer Tag, wie es denn immer wieder mal gibt. Die Herren Journalisten machen gleich eine Epidemie draus. Ja, vielleicht, aber es ist wegen meiner Frau. Ich fürchte das Schlimmste. Ach, ich dachte, das wäre längst ausgestanden. Ja, wochentags geht's hier ja auch einigermaßen, da sehen wir uns kaum. Aber sonntags jagt ein Anfall den anderen. Ich habe mich schon aus dem Schlafzimmer ausquartiert. Ich kann sonst kein Auge zutun bei dem Gefieber und Gehuste. Dr. Kurbräu, Sie sind doch der Sache auf der Spur. Schön wär's. Aber Ihre Experimente mit dem Gebärmutterpräparat, ich habe die totale Verkrampfung doch selbst gesehen. Tja. Vielleicht sollten wir tatsächlich unseren Versuch auch mal mit einer Blutprobe von Ihrer Frau wiederholen. Das kann ja schließlich nichts schaden. Genau das war's, worum ich Sie bitten wollte. Herr Hanke, können Sie mich hören? Ja, ja, Herr Doktor. Gleich geht's los. Ist schon gut. Ja? Ja. Also ganz ehrlich. Deine Mehlstaubtheorie kannst du dir in den Hut stecken. Schließlich waren alle Tests negativ. Vielleicht reagiert deine Bodybox anders. Guten Tag, Herr Doktor. Ah, guten Tag, Frau Hanke. Guten Tag. Fein, dass Sie da sind. Mein Gott, was machen Sie denn mit meinem Erwin? In mir sperrt und der Nase zugeklemmt. Ja, kriegen die ja überhaupt noch Luft in die kleine Kiste? Frau Hanke, Ihr Mann kann überhaupt nichts passieren in der Box. Wir machen einen kleinen Provokationstest mit Mehlstaub, weiter nichts. Dieses Gerät dient zur exakten Messung der Lungenfunktion. Ich verstehe überhaupt nicht mehr. Also, Frau Hanke, wir wollen doch Ihrem Mann helfen. Und dazu müssen wir feststellen, was ihm fehlt. Ja. Schauen Sie, wir nehmen an, dass Ihr Mann, der ja früher in der Backstube Niesanfälle hatte, mittlerweile eine Allergie der Bronchialschleimhaut, eine Überempfindlichkeit gegen Mehlstaub entwickelt hat, die zu den Anfällen führt. So. Mir können Sie ja viel erzählen. Und wie soll das nun funktionieren? Bei diesem Provokationstest, wie wir das nennen, lassen wir Ihren Gatten den Mehlstaub direkt einatmen und überprüfen dabei seine Atemwerte. Ja. Und wenn ihr recht habt, kriegt er einen Anfall. Das ist ja eine Hilfe. Nein. Wenn er allergisch sein sollte, bekommt er zwar möglicherweise einen Asthmaanfall, aber den können wir mit Medikamenten leicht abfangen. Mhm. So, Schwester Antje, auf geht's. Alles klar mit der Box? Alles klar, Herr Doktor. Also dann, Herr Hanke, noch einmal zum Abgewöhnen. Hm? Schottendicht. Und los. Schön gleichmäßig atmen. Ein, aus. Ein, aus. Ein, aus. Und jetzt Luft anhalten. Und hecheln. Hecheln, hecheln, ja, ja, gut. Ruhig weiteratmen. Prima macht er das, Ihr Mann. Sehen Sie, Frau Hanke, es ist völlig undramatisch. Er sitzt ganz gemütlich in seiner Zelle und hier unten zeichnet der Apparat seine Atemstöße aus. So. Du, das sieht aber wirklich völlig normal aus. Meine Rede schon immer. Und jetzt ausatmen. Ja, und ganz tief Luft holen, so tief wie möglich. Noch tiefer, 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 ja. Und ausatmen. Weiter, weiter. Und nun wieder Luft holen und ganz normal weiteratmen. Sehr gut. So, das wär's. Sehen Sie, Frau Hanke, da haben Sie Ihr Prachtstück unversehrt zurück. Mensch, Erwin, was haben Sie bloß mit dir angestellt, ganz außer Puste bist du? Das war mir fehlt nicht. Komm, gib mir mal einen Kuss als Belohnung. Das ist doch gut, dass du wieder raus bist, als die eure Kiste war. Naja,
Tut's mir leid, mein Lieber, aber totale Fehlanzeige. Solche Atemkurven möchte ich auch mal haben, wenn ich 70 bin. Bei Ihrem Lebenswandel? Früher hatten die Schwestern noch Respekt vor den Ärzten. Früher verdienten die Ärzte auch noch Respekt. Doktor. Ja, das ist Doktor. Das geht ja schon wieder los. Schnell, Theophilie. Sofort. Komm, ich helfe dir. Doktor, das Brett zu. Ruhig bleiben. Jetzt gibt's eine Spritze und dann geht's gleich wieder viel besser. Guck, ich hab ihn schon. So. Langsam zurücklegen. So, jetzt habt ihr die Schaffe. Seid ihr nur zufrieden? Keine Angst, nur eine kleine Ohnmacht. Ich hab ja an, das hab ich ja an. Schwester Antje, rufen Sie bitte den diensthabenden Arzt an. Er soll nachher eine Kortisonspritze machen und eine Theophyllin-Infusion. Zur Nacht ein Antihistamin und Sauerstoff ans Bett. Ich mache derweil die Injektion fertig. Ja, kommen Sie, Frau Anke. Wir gehen jetzt erstmal ein bisschen nach draußen. Frische Luft schnappen. Ja. Unsere Doktors stellen inzwischen ihren Mann wieder auf die Beine. Ich wusste, der Kerl haben Sie neu, wo es schon nicht gesehen hat. Hier, die Kiste los. Glaubst du im Ernst, das ist doch eine Mehlstaubreaktion gewesen? Nee, aber weißt du was Besseres? Auffällig ist doch irgendwie, dass er diese Zustände immer dann bekommt, wenn seine Frau in der Nähe ist. Mhm. Ob sie irgendwas an sich hat, was er nicht verträgt? Haarspray, Körperpuder? Naja, danach habe ich auch schon geforscht, nichts zu machen. Oma und Opa benutzen nur Kernseife zur täglichen Schönheitspflege. Dann weiß ich auch nicht weiter. Na, Blut ist ein ganz besonderer Saft. Vielleicht wäre es an der Zeit, Opas Blut mal einer gründlichen Analyse zu unterziehen. Hast du keinen Chemiker zur Hand? Doch, richtig. Uli Krumbach, ein alter Schulfreund, der im Chemischen Institut sitzt. Mhm. Am besten zapfen wir dem Opa jetzt gleich noch ein bisschen Blut ab. Ich arbeite es für den biologischen Test mit meiner Ratte auf. Und wenn die Gebärmuttermuskulatur wieder diese Mordsverkrampfung zeigt, dann gebe ich den schwarzen Peter an die Kollegen Chemiker weiter. Einverstanden. Und? Habt ihr euren Opa wieder auf die Beine gestellt? Na klar. Sonst hätte Oma Hanke Hackfleisch aus uns gemacht. War ein hartes Stück Arbeit für den Hilbert. Und jetzt? Jetzt warte ich auf die chemische Analyse. Es muss festgestellt werden, ob bei den Asthmaanfällen im Blut irgendwelche neuartigen Substanzen freigesetzt wurden, denen wir die Schuld geben können. Aha, die Jagd nach dem großen Unbekannten. Mhm. Normalerweise bilden sich ja im Gefolge einer Antigen-Antikörperreaktion sogenannte Transmitter im Blut und Gewebe. Also das sind so Substanzen wie das Bradykinin, mit dem ich mich in letzter Zeit so gründlich beschäftigt habe. Und das die Verkrampfung hervorruft, bei deinem Rattenpräparat, ja? Das daran mitbeteiligt ist, ja. Aber beim Opa Hanke war es was anderes. Die neue Substanz XYZ? Natürlich. Und bei der Frau vom De Vries vermutlich auch? Vermutlich. Vielleicht auch bei Anita Gellermann, der Schauspielerin. Und den anderen Todesfällen. Vielleicht, vielleicht. Vielleicht ist das aber auch alles nur Spuk. Böser Traum. Unsinn. Morgen, Herr Fries. Haben Sie auf mich gewartet? Ja. Ihre Frau? Nein, nein, nein. Der Chef will Sie sprechen. Unbedingt. Der alte Bethmann? Ich denke, der hält nichts von Pharmakologen. Das spielt keine Rolle. Es geht um Ihre Entdeckung. Was? Zum Donnerwetter, Sie sollten das doch für sich behalten, bis ich fertig bin mit der Sache. Dann kann es zu spät sein. Wie bitte? In den letzten 3 Tagen sind 19 neue Asthmafälle eingeliefert worden. Und davon sind 4 bereits gestorben. Bei den anderen sieht es zappenduster aus. Mein Gott. 19 in 3 Tagen. Und Ihre Frau? Liegt auch auf der Station. Die Geschichte wird langsam unheimlich. Kopf hoch, alter Junge, es wird schon werden. Migräne, Hautschmerzen, Asthmaanfälle, Blutdruckabfall, Magen- und Darmkrämpfe. Bei allen dasselbe. Das kann doch kein Zufall sein, Dr. Kurbreuth. Nein. Natürlich nicht. Ach, der Herr von der Pharmakologie. Fein, dass Sie da sind. Tag, Kurbreuth. Tag, Hilbert. Sie sind also der Mann, der uns eine neue Krankheit aufschwatzen will. Bitte nehmen Sie auch Platz. Danke. Ich
Ich will gar nichts, Herr Professor. Nee, sagen Sie Bethmann, das reicht. Ja, Herr Bethmann. Also, ich meinerseits habe... Also, ich habe nie irgendwelche Schlussfolgerungen. Obwohl natürlich das zeitliche Zusammentreffen auf der einen Seite eine Krankheit mit vielen neuen Symptomen... Die sind nicht neu. Ich meine in der Kombination, als Symptomenkomplex. Also gut, weiter bitte. Ja, und eben auf der anderen Seite meiner Beobachtung, dass das Gebärmutterapparat auf die Blutprobe von einem solchen Asthmatiker ganz unerwartet heftig reagiert. Was auf einen neuen, noch unbekannten Faktor in dieser Probe schließen lässt. Eine Substanz X. Ja, Substanz X, Substanz X. Damit kann ich nichts anfangen. Seid ihr Pharmakologen nicht mal in der Lage... Im Chemischen Institut wird eine exakte Analyse erstellt. Die wird im Laufe der Woche erwartet. Sie können von mir als Pharmakologen... Also gut, machen Sie sich bloß keinen Fleck ins Hemd. Außerdem interessiert mich das alles herzlich wenig. Ja, aber warum? Sie haben uns doch extra herbestellt. Ja, weil mir drei Asthmatiker hops gegangen sind, drei an einem einzigen Tag. Verdammt nochmal, und weil ich irgendwas tun muss gegen den Sensenmann, verstehen Sie? Der Gesundheitsminister, die Presse, die Kranken, die Angehörigen, alles hackt auf mir rum. Kein vernünftiger Mensch kann Ihnen etwas vorwerfen, Chef. Habt ihr auch nie behauptet, dass der Gesundheitsminister ein vernünftiger Mensch wäre. Also gut, was meinen Sie nun? Ich halte es für allergisches Asthma. Irgendeine verrückte Sonderform davon, bei der eben im Blut eine neue Substanz freigesetzt wird. Allergisch, allergisch. Ja, worauf denn allergisch? Wenn ich das wüsste, wäre mir auch wohler. Wir haben im Fall Hanke alle nur erdenklichen Tests durchgeführt. Leider ohne jeden Erfolg. Tja, meine Herren, ich muss schon sagen, das ist nicht besonders genial, was Sie mir da anzubieten haben. Eine Allergie ohne Antigen ist ja wie ein Lippenstift ohne Lippen. Ich brauche keine Geheimniskrämerei mit irgendeiner ominösen Substanz X, sondern die Ursachen. Wenn Sie alles besser wissen. Ach Quatsch, Unsinn, ich stehe doch genauso dumm davor wie Sie natürlich. Aber bitte denken wir doch mal weiter. Also angenommen... Es wäre gar kein allergisches Asthma. Sondern eine infektiöse Ansteckung. Genau. Dass nach Infekten der oberen Luftwege Asthma auftreten kann, das weiß heute jeder illustrierten Leser. Nehmen wir mal an, unsere Sorgenkinder haben einen Erreger im Leib, der die Anfälle auslöst. Konnten denn irgendwelche Erreger nachgewiesen werden? Stuhl, Blut oder Urin? Nein, nirgends. Glatte Fehlanzeige. Hm. Eine Infektion ohne Erreger? Ja, ist wie ein Auto ohne Räder, das weiß ich. Ist auf jeden Fall auch nicht viel einleuchtender als eine Allergie ohne Antigen. Aber auch nicht auszuschließen. Vielleicht ein unbekanntes Virus, was weiß ich. Jedenfalls werde ich die Leute im Einzelzimmer auf die Infektionsabteilung stecken. Aber wenn sie dann beschwerdefrei bleiben, dann liegt es an der keimfreien Luft. Oder an der allergenfreien. Ja, scheißegal, Hauptsache ich kriege die Leute durch. Aber meine Damen und Herren, nehmen Sie doch bitte Vernunft an. Das geschieht einzig und allein im Interesse der Patienten. Aber es ist doch nur eine Vorsichtsmaßnahme. Die Beschwerden sind dadurch in erstaunlichem Maß zurückgegangen. Trotzdem bin ich jetzt zu meiner Frau. Lassen Sie mich durch, ich werde erwartet. Bitte, bitte beruhigen Sie sich. Ich will auch nur zu meinem Erwin, Herr Doktor, bitte. Aber wir können keine Ausnahmen machen, Frau Hanke. Bitte lassen Sie mich jetzt durch, sonst spreche ich mit meinem Rechtsanwalt. Also meine Damen und Herren, Sie müssen bitte einsehen, dass wir das Risiko nicht eingehen können. Nein, also, insgesamt haben wir jetzt 41 Patienten auf der Isolierstation. Ja, tun ja fast so, als wäre die Cholera ausgebrochen. Bitte, der Erfolg spricht für diese Methode. Ja, wollen Sie uns eigentlich für immer und ewig aussperren? Aber was die Kinder brauchen schließlich die Mutter. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Meine Damen und Herren, ich verspreche Ihnen, dass die Isolierstation aufgehoben wird, sobald wir den Erreger unter Kontrolle haben. In allen Forschungsinstituten wird fieberhaft an der Lösung des Problems gearbeitet. Also bitte glauben Sie mir doch. Aber ein Problemchen, Herr Doktor, wenn Sie die Freundlichkeit hätten und ihm als Gruß verbürde, das würde wenigstens wesentlich sein. Aber bitte, es tut mir wirklich leid. Aber wir dürfen ja selbst nicht hinein. Nur Dr. De Vries und zwei Krankenschwestern, die freiwillig die Betreuung übernommen haben und die ja auch selbst die Station nicht verlassen dürfen. Also bitte. Bitte wirklich, meine Damen und Herren, Sie haben keinen Grund zur Sorge. Schreiben Sie lange Briefe an Ihre Lieben oder telefonieren Sie, so oft Sie wollen. Das wird den Kranken am meisten nützen. Bitte nehmen Sie. Also,
Ich würde mich da nicht einsperren lassen. Das hat aber Erfolg. Trotzdem, das würde ich nicht aushalten. Ich? Nächtelang? Ich auch nicht, Bildchen. Das wäre furchtbar. Komm, küssen. Nein. Wo ist denn nun schon wieder? Ja, mit vollem Munde küsst man nicht. Hm. Erst feinartig auf. Ja. Verdammt. Die Klinik. Ja? Hallo? Hier Kurprojekt? Ja, Hildebert, was ist? Wie? Nein. Nein, das darf doch nicht wahr sein. Mein Gott. Ja. Ja, bis gleich. Was hast du denn? Du bist ja ganz weiß im Gesicht. Frau de Vries. Auf der Isolierstation. Tot. Asthmaanfall. Kurz nachdem der Mann zur täglichen Visite kam und sie untersuchen wollte. Herz-Kreislauf-Versagen. Keine Hilfe möglich. Mein Gott. Ich glaube, wir haben einen schrecklichen Fehler gemacht. Höre ich? Na endlich, Uli. Fein, dass du kommst. Der Chef, die Klinik, alle warten auf das Ergebnis deiner Analyse. Gut Ding will Weile haben. Oh, schon gehört von der Toten heute Morgen? Ja, die Frau eines Kollegen. Ihr Mann hat sie selbst behandelt auf der Isolierstation. Schrecklich. Jetzt wissen wir überhaupt nicht mehr, woran wir sind. Bethmann ist völlig verdattert, weil es nicht in seine Infektionstheorie passt. Ich mit meiner Allergie stehe auch nicht viel besser da. Denn wo zum Teufel soll das Antigen hergekommen sein, wenn weder Arzt noch Schwester noch Patient die Station verlassen haben? Und angenommen, das Antigen brauchte gar nicht hereinzukommen, vielleicht, weil es schon drin war? Selbst wenn es so wäre, warum hat es da nur einen einzigen Anfall gegeben in der ganzen Zeit und ausgerechnet mit tödlichem Ausgang? Tja, ein Bier, ich bin ja nur ein Chemiker. Wenigstens hat sich der alte Bethmann jetzt breitschlagen lassen, ein paar Blutproben nach Freiburg zu schicken. Zur immunchemischen Untersuchung. Was sollen die rausfinden? Ob es nicht doch eine Allergie sein kann. Weil der Teil der Antikörper, der im Fall einer Allergie für das Bronchialasthma verantwortlich ist, sich dort mit Hilfe der Isotopentechnik einwandfrei bestimmen lässt. Und zwar handelt es sich um erhöhtes IgE. Immunglobulin. Immunglobulin E, ja. Wenn die Freiburger im Blut der Patienten erhöhtes IgE finden, dann wäre meine Allergietheorie so gut wie bewiesen. Tja, du bist ja ganz schön rechthaberisch. So. Und jetzt kommt mein großer Auftritt. Simsalabim, was entdeckst du auf diesem Blatt Papier? Nichts. Was soll das? Des Rätsels Lösung. Nichts. Jedenfalls war in deinen hübschen Blutproben nichts Neues zu entdecken, außer... Außer, mach's nicht so spannend. Außer einer ganz normalen, ein bisschen überhöhten Kininproduktion. Hier, auf der Rückseite. Das ist doch Unsinn. Tja, wie man es auch dreht und wendet, es kommt nichts heraus außer Bradykinin, Kalitin und Methionylisil-Bradykinin. Ein alter Hut also. Aber Krumbach. Keine Wirkung ohne Ursache, das weiß doch jedes Kleinkind. Wir stellen plötzlich außerordentliche Reaktionen fest. Etwas völlig Neues, Sensationelles. Und du willst mir einreden, es gebe nichts. Keine Ursache, keinen Grund. Du glaubst doch nicht etwa an Wunder. Doch, das Wunder der Forschung. Beziehungsweise das Wunder, wie du dich jetzt gleich wundern wirst. Denn, und das steht auf einem anderen Blatt, skeptisch wie wir sind, haben wir unsere Bemühungen intensiviert und eine Strukturanalyse erstellt. Hier. Was? Das soll die Substanz X sein? Ja, die Zutaten sind zwar, wie ich schon sagte, die gleichen, nur dass unser feines Süppchen völlig verdampft ist. Mit anderen Worten, es handelt sich, wie du an der Anordnung der Aminosäuren unschwer erkennen kannst, um ein Kondensationsprodukt der drei ganz gewöhnlichen guten alten Kinine. Da könnten wir natürlich lange suchen. Unsere Substanz. Sowie Molekül. Lysilbradykinin netzartig miteinander verbunden. Das ist es. Durch die Kondensation sind die Wirkungen des reinen Bradykinins wesentlich verstärkt worden. Woraus sich die
Verkrampfung der Gebärmuttermuskulatur ergab. Und den Übelkeitssymptome. Das wäre eine Erklärung. Es wäre sie, das ist sie. Gratuliere. Höchste Zeit, Kurfürst. Sie sind nicht blicken lassen. Glauben Sie, ich hatte im Lauf. Ich glaube gar nichts. Wir stecken nicht im Schlamassel. Sie haben hier schließlich eine Verantwortung. Und nicht in Ihrem wissenschaftlichen Schmollwinkel. Aber Herr Bethmann. Es handelt sich hier um einen Wettlauf mit dem Tod. Die Sache rutscht uns allmählich aus den Händen. Aus dem ganzen Land werden neue Todesfälle gemeldet. Und Sie, Kurbrück, Sie leisten sich Extratouren. Herr Bethmann, wir haben Sie doch. Was? Wen habt ihr? Die unbekannte Substanz im Blut. Die Chemiker haben das Geheimnis gelüftet. Es handelt sich um ein Kondensationsprodukt. Ach nee. Ist das alles? Herr Professor Bethmann, verstehen Sie mich nicht? Wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet, die sterische Anordnung... Das ist ja fantastisch, geradezu fantastisch. Die sterische Anordnung der Molekülteile und deren physikochemische Eigenschaften zu diskutieren und zu beschreiben. Oh, Kurbrück, Kurbrück. Verstehen Sie denn nicht? Wir haben einen neuen Wirkstoff im menschlichen Blut entdeckt. Oh. Sie sollen nicht im Blut herumpanschen, sondern die Ursache für dieses verdammte Asthma rausfinden. Das habe ich doch getan, zum Teufel. Das und nichts anderes. Der neue Chininkomplex, der aus der Kondensation entstanden ist, ruft die Krankheitserscheinungen hervor. Und zwar höchstwahrscheinlich im Rahmen der allergischen Sofortreaktion. Ja und? Ja, was denn noch zum Teufel? Entschuldigung. Na, lassen Sie bloß den armen Teufel aus dem Spiel. Der liebe Gott, das weiß heutzutage jeder Student im ersten Semester. Der liebe Gott hat nun mal den allergischen Reiz vor die allergische Reaktion gesetzt, nicht wahr? Natürlich. Na so gut. Dann her mit dem Antigen. Los, los, raus mit der Sprache. Mit der Substanz, die wir entdeckt haben, haben wir doch zumindest den Schlüssel zur Lösung des Problems. Wir wissen, wodurch die Symptome der Krankheit verursacht werden. Dass es sich um einen Komplex von 5 Chininmolekülen, den wir deshalb, nur zu Ihrer Information, Pentakinin getauft haben. Pentakinin, dass ich nicht lache. Von mir aus könnt ihr es Klein Fritzchen nennen, oder wie wär's mit Kurbrück-Chinin, Herr Kurbrück? Damit Sie endlich auch mal ein bisschen was davon haben. Kurbrück-Chinin! Es reicht, Herr Bethmann, es reicht. Ich möchte mich verabschieden. Da haltet, Kurbrück, jetzt. Bitte bleiben Sie. Nehmen Sie endlich Platz! Tut mir leid. Ich bin überreizt. Meine Nerven, die haben in den letzten Nächten kaum geschlafen. Trotzdem könnten Sie wenigstens anerkennen. Ja, das mache ich auch. Es ist nur, sehen Sie, Kurbrück, Ihr Pentakinin in Ehren. Aber es ist ja doch nur, also, verstehen Sie, fast wie im Krimi. Wir haben die Leiche des Ermordeten und Sie sagen mir ständig, dass es Gift war. Gift ist schön und gut, aber um weiteres Unheil zu verhindern, brauchen wir doch den Täter. Sie müssen den Mörder jagen. Das Antigen. Ja, bitte, herein. Was ist denn? Darf ich das Plauderstündchen unterbrechen, um den Tee zu servieren? Ach so, ja, ist gut, Mädchen. Ich stell hin. Ich war wohl eben ein bisschen laut, was? Ach, wissen Sie, Chef, wenn man gezwungen ist, in der Einflugschneise eines Großflughafens sein Dasein zu fristen. Wer da nicht taub wird mit der Zeit. Hier ist die Sahne. Ja, besten Dank. Übrigens, falls Sie es noch nicht wissen, darf ich bekannt machen, das ist Dr. Kurbrück, ein Pharmakologe. Ja, wir haben uns gerade... Wir haben uns schon kennengelernt. Ach so, ja, gut. Noch einen Wunsch? Nee, danke. Na, Kurbrück? Stehen Sie doch nicht da wie ein Schluck Wasser. Können ruhig wieder Platz nehmen. Da wartet eine Tasse Tee auf Sie. Wir haben ja jetzt keine Zeit für geschliffene Umgangsformen. Die Sache brennt uns auf den Nägeln. 7 Tote allein in unserer Stadt. Und jetzt sitzen wir da mit 58 Patienten auf der Isolierstation. Was ist mit Dr. De Vries? Na, den muss man natürlich austauschen nach der tragischen Geschichte mit seiner Frau. Jetzt ist der Hilbert da und von morgen früh an übernehme ich die Sache. Halten Sie es wirklich für notwendig, sich in Quarantäne zu begeben? Ja, unbedingt. Kann mich doch nicht drücken. Denken Sie nur an die Presse. Außerdem, wenn es tatsächlich eine Infektionskrankheit sein sollte, dann muss ich am Ball bleiben. Aber es hat einen Todesfall gegeben, trotz der Quarantäne. Menschenskind, versuchen Sie doch nicht ständig hinten herum, mir mit Ihrer Allergiehypothese zu kommen. Die Sache mit der Frau de Vries, das kann schließlich auch eine besonders heimtückische Form des Hospitalismus gewesen sein, oder? Ja bitte, Gegenbeweis, bitte. Ist die Leiche seziert worden? Nee, ging doch nicht. War ja alles völlig durcheinander. De Vries überhaupt nicht mehr zu gebrauchen, ganz apathisch, der war ganz weg. Also hören Sie, Kurbrück, Allergie, schön und gut.
Ich wäre doch selbst froh, wenn ich mir die Quarantäne ersparen könnte. Aber das Risiko. In der Isolierstation haben wir die Sache wenigstens einigermaßen unter Kontrolle. Wir können die Leute doch nicht auf immer und ewig in der Klinik einsperren. Also bei uns gibt es wenigstens keine Anfälle mehr. Seit Tagen keine Beschwerden bei den Patienten. Entschuldigung, mit einer Ausnahme, Frau de Vries. Also jetzt hacken Sie doch nicht immer auf diesem Einzelfall herum. So wissen Sie, meine Infektions- und Ihre Allergietheorie, damit kommen wir jetzt nicht weiter. Wir drehen uns mit unseren Argumenten im Kreis, solange wir den immunologischen Befund aus Freiburg noch nicht haben. Wir können nun mal nicht den zweiten Schritt vor dem ersten machen. Welche therapeutischen Konsequenzen könnte denn beispielsweise die Entdeckung Ihres prachtvollen Pentakinins haben? Welche Hilfe bringt uns das? Hier und jetzt, hic et nunc, für unsere Patienten? Leider gar keine. Jedenfalls im Moment. Na, sehen Sie. Dass ja, wie gesagt, alle bekannten Kinin-Hemmstoffe beim Pentakinin wirkungslos sind. Wie behandeln Sie denn zurzeit? Ja, was ist denn? Ihr Gespräch aus Freiburg wegen der Blutprobe. Gott sei Dank, endlich die Immunologen. Los, stell durch, Mädchen. Es entscheidet sich wenigstens, wer recht hat, Sie oder ich. Also was anderes scheinen Sie wohl nicht im Kopf zu haben, Sie oder ich, Münchenskind. Hier geht's doch wirklich um ein bisschen mehr. Ja, hier, Bethmann. Ah, Kollege Giebel. Ja, gut, dass Sie anrufen. Bei uns brennt's nämlich. Ja, was ist nun? Was sagen Sie? Was? Tatsächlich? Wirklich kein Zweifel möglich? Ja. Ja, dann also. Dann herzlichen Dank erstmal für Ihre Hilfe. Ich rufe Sie später nochmal an. Ja. Ja, wiederhören. 1:0 für Sie, Kurbrück. Stark erhöhtes Immunglobulin E in sämtlichen Proben. Gratuliere. So ein Typ kann einen krank machen, glaubst du? Behandelt mich die ganze Zeit, als wäre meine Entdeckung ein Dreck. Ja und, ist das alles? Pentakinin, dass ich nicht lache. Du darfst nicht jedes deiner Worte auf die Goldwaage legen. Bestimmt meint er es nicht so. Weiß doch jeder Student im ersten Semester. Also her mit dem Antigen, los, heraus mit der Sprache. Ich hätte ihn umbringen können. Der beleidigt einen in einer Tour. Ich glaube, ihr seid alle ein bisschen überreizt in letzter Zeit. Ja, kann sein. An deinem Erfolg kann das doch überhaupt nichts ändern, oder? Bloß weil der ein paar Jahre älter und Professor ist. Ich muss mich doch nicht ständig vor dem Schulmeister anlassen. Selbst wenn ich recht habe, er weiß es trotzdem besser. Musst einfach bis 3 zählen und dabei an Götz von Berlichingen denken. Ach, bei dem könnte ich bis 100 zählen. Pass auf die Ampel! Weißt du, ich glaube, du bist da im Moment auch ein bisschen überempfindlich. Was? Du, sag das nochmal. Dass du im Moment jedenfalls überempfindlich bist. Ja. Überempfindlich, das ist es. Na klar, Bildchen. Überempfindlich, wir sind alle überempfindlich. Sag mal, spinnst du? Du musst fahren, es ist wieder grün. Du, weißt du, was das bedeutet? Nein. Bildchen, denk doch mal nach. Oma und Opa Hanke, Anita Gellermann und Benno Liethardt, Herr und Frau Dr. de Vries. Ja, was denn? Lauter Paare, Menschen, die engen Kontakt miteinander haben. Und was meinst du damit? Allergie gegen Menschen? Sind Sie verrückt, Kurbrück? Warum? Weil ich Denkbares denke? Grusel, Graf Dracula war Taufpate und Frankenstein lässt uns alle recht herzlich grüßen. Also Moment mal, so. Nochmal, Kurbrück. Sie meinen also, Opa Hanke hätte sich gegen seine Frau sensibilisiert, wie andere Allergiker gegen Staub oder Blütenpollen? Jedenfalls bekam er bei jedem engeren Kontakt mit ihr Asthmaanfälle. Denken Sie an das Gute-Nacht-Küsschen. Oder die Schauspielerin Anita Gellermann, die wochenlang mit ihrem Partner zusammen auf der Bühne stand. Und die Frau vom de Vries. Ach, de Vries, mein Gott. Ja. Jedenfalls bekam sie, soviel ich weiß, die Anfälle nur in Anwesenheit ihres Mannes. Im Urlaub, an den Wochenenden. Und auf der Isolierstation. Eben.
Während alle anderen Patienten der Isolierstation kreuzfidel und ohne Beschwerden waren. Das ist der Beweis. Das ist nie und nimmer ein Beweis, Kurvereck. Macht aber Ihre entsetzliche Theorie sehr wahrscheinlich. Es gibt keine Erklärung, die stichhaltiger wäre. Ja, sicher, aber ohne Beweise können wir uns mit einer Hypothese nicht vor die Öffentlichkeit wagen. Diese Aasgeier von der Presse würden uns alle in Stücke reißen. Also Beweise, Beweise, wie stellen Sie sich das vor? Ich weiß nicht. Zumindest sollten wir versuchen, die Partner unserer Patienten dazu zu bewegen, dass wir Testlösungen aus ihrem Blutplasma und der Haut herstellen können. Aha. Ja. Und die dann den Erkrankten in die Haut spritzen. Ja, das könnte man versuchen. Und eine allergische Reaktion wäre dann der Beweis. Ja. Und für den Provokationstest lassen wir die Partner sich dann so lange abküssen, bis einer von ihnen einen Anfall bekommt. Spaßig, Hilbert. Wirklich. Sehr spaßig. Morgen. Schläfst du? Was ist, Pilchen? Ich habe Angst. Ich kann nicht schlafen. Aber Pilchen. Warum denn? Die Krankheit breitet sich immer weiter aus. Und ihr wisst immer noch nicht, wie sie entsteht. Wie sie übertragen wird und wie man sich davor schützen kann. Wir werden schon noch weiter vorankommen. Immerhin, eine ganze Menge haben wir doch schon rausgekriegt, oder? Aber nicht genug, um helfen zu können. Tja. Das ist alles so unheimlich. Wer ist als Nächster an der Reihe? Vielleicht einer von uns? Ich habe gesehen, wie sie mit ihren Wagen kommen und wie sie uns auseinanderreißen. Bildchen, du hast geträumt. Nein, es ist fast wie in den Städten des Mittelalters, wenn die Pest herrschte. Jetzt kann ich mir vorstellen, wie den Menschen damals zumute gewesen sein muss. Aber das sind doch Albträume, die du hast. Bildchen. Ich verstehe nicht, wie du so optimistisch sein kannst. Berührt dich das denn gar nicht, die vielen Toten? Und wie sich das ständig ausbreitet, von einem auch zum anderen? Ach, natürlich berührt mich das. Aber ich habe 4 Jahre zwischen Menschen verbracht, die von Metastasen zerfressen, von Embolien erstickt, von Bakterien vergiftet wurden, zerstochen von Injektionen, durch Sonden ernährt und Kanülen beatmet, vom Sterbebett von Monitoren überwacht, den letzten Seufzer in die Sauerstoffmaske röchelt. Aber dabei nicht selbst kaputt geht. Vielleicht ist man dann tatsächlich ein unverbesserlicher Optimist. Halt mich fest, Jürgen. Halt mich fest. Ja, ja. Ist schon gut. Du hast schlecht geträumt. Da kommen Sie rein, Kurbrück. Die Checkliste ist komplett. Das ist übrigens Fräulein Brotmann, eine junge, hoffnungsvolle Doktorandin. Also, schießen Sie mal los. Ich habe den Computer also mit sämtlichen Daten der Patienten und ihrer Partner gefüttert. Mit allen körperlichen, physiologischen und soziologischen Eigenheiten und Merkmalen. Vom Sexualleben bis zur Parteizugehörigkeit, von der Schuhgröße bis zum Alkoholkonsum. Dann habe ich die Summen und Einzelfaktoren miteinander verglichen, sowohl in der Gruppe der Allergisierenden als auch der Allergisierten. Und schließlich habe ich nach Gemeinsamkeiten zwischen beiden Gruppen gefahndet. Stramme Leistung, ich meine vom Computer. Leider sind die Resultate sehr unbefriedigend. Hier, Sie können sich selbst überzeugen. Es lassen sich so gut wie keine Übereinstimmungen für sämtliche Angehörigen einer Gruppe, geschweige denn beider Gruppen zusammen feststellen. Nichts, was als Antigen in Frage käme. Also wieder Fehlanzeige. Fräulein Brotmann, Sie sagten so gut wie keine. Warum so gut wie? Alter Beckmesser, hättest Lehrer werden sollen. Habe ich das gesagt? Ja, warum haben Sie denn nicht einfach nur gesagt keine oder absolut keine? Tja, ich weiß nicht. Vielleicht. Ach ja, da war noch die Geschichte mit dem Haarwuchs. Da hat der blöde Computer wahrscheinlich einen Wackelkontakt gehabt. Bei der Partnergruppe hat er Haarwuchs ausgespuckt als Gemeinsamkeit. Ist doch verrückt, nicht? Haare hat doch schließlich jeder, oder? Aber nicht so schöne wie Sie. Dann hätte der Computer doch auch Ohren, Beine, Augen oder Nasen ausgespuckt. Hat doch auch jeder. Aber nicht so schön. Nicht jeder, der einen Kopf trägt, hat auch was drin, Hilbert.
Sie mal her. Sagt doch nochmal. Warum könnt ihr euch die Bogen denn nicht wenigstens mal richtig ansehen? Hier steht doch nicht nur Haarwuchs, sondern starker Haarwuchs, Freund Brotmann. Spielt das eine Rolle? Na, sicher. Haben Sie noch nie was von Allergie gegen Menschenhaar gehört? Nein. Ja, doch, richtig. Bei einigen Friseuren, das ist eine ziemlich seltene Berufskrankheit, aber noch nie von einem Fall gehört, also dass da bislang irgendwo jemand einer dran gestorben sein soll. Ja, bisher wohl keiner. Aber bisher hatte ja schließlich auch keiner ihr gottverdammtes Pentakinin im Blut. Ja, sicher, das ist wahr. Ja, und deswegen hat das ja auch nicht richtig geklappt mit den letzten Tests. Es gab nur immer dann positive Reaktionen, wenn wir behaarte Haut für den Extrakt verwendeten. Sehen Sie, und jetzt haben wir es, den lückenlosen Beweis. Das Opfer, die Tat, die Waffe, den Täter. Klar? Nicht zu leugnen. Erst das Antigen, Menschenhaar, dann die Antikörperbildung, erhöhtes IgE im Blut, die Antigen-Antikörperreaktion und zuletzt direkt verantwortlich für die Krankheitssymptome das Pentakinin. Womit die Indizienkette endgültig abgeschlossen wäre. Du sagst das. Endlich mal wieder ein paar Schritte in der frischen Luft. Wenn Sie vernünftig sind, können wir Sie bald schon entlassen. Vernünftig, vernünftig. Ich hoffe, mir in den alten Tagen noch vernünftig werden. Nee, ich grüß dich. Was müsst ihr Doktors denn auch immer neue Krankheiten erfinden? Herr Hanke, es ist aber ausgeschlossen, dass Sie, solange Sie also Ihr Körper so überaus empfindlich auf die Anwesenheit und die Berührungen Ihrer Frau reagieren. Aber ich hab doch überhaupt nichts gesehen, Ihr Doktor. Nicht? Das muss ein Fehler von Ihnen sein, Doktor, mit Ihrer algerischen Krankheit. Ich weiß, dass Sie Ihre Frau lieben. Wieder und Icke, wir gehören zusammen. Ja, wie Butter und Brot. Das ist gewachsen, verstehen Sie? Über 50 Jahre gewachsen, Doktor. Und jetzt kommen Sie mit so verqueren Ideen. Aber es ist wirklich Ihre einzige Chance, wenn Sie sich zu einer Trennung entschließen. Verrückt. Verrückt, Alter. Völlig mir Schugge. Schließlich lieb ich ihr ja nicht nur, sondern brauch ihr doch auch. Ich brauch ihr doch, Doktor. Herr Hanke, es geht doch nicht nur Ihnen so. Denken Sie an die anderen Patienten, die jetzt auch vor der Frage stehen. Das hilft mir nicht. Das hilft mir überhaupt nicht, wie es anderen geht. Wir haben eben leider noch keine Gegenmittel. Keine Arzneien. Vielleicht später einmal. Später? Später ist es spät. Nee, Doktor. Kommt gar nicht in die Tüte. Könnt ihr nicht machen, Doktor. Nee, nee, das könnt ihr einfach nicht machen. Natürlich, das ist die logische Konsequenz. Die einzige Rettung. Die einzige Empfehlung, die wir unseren Patienten geben können, lautet ganz brutal, jeden Kontakt mit dem auslösenden Antigen zu vermeiden. Und das heißt, Liebespaare auseinanderzureißen, Freundschaften zu tilgen, Familien zu spalten. Ja, bitte, dort hinten, der Herr vom Tagesspiegel, ja, Sie hatten sich doch gemeldet. Würden Sie bitte ans Mikrofon kommen? Ja. Und wie wäre es denn eigentlich mit einer Glatze? Ich meine, wenn die Haare an allem schuld sein sollen, müsste es doch helfen, wenn man sich den Kopf einfach kahl scheren lässt. Nein, 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 nein. Also, wir können uns leider nicht am eigenen Schopf aus dem Schlamassel herausziehen. Das geht nicht. Das Übel sitzt etwas tiefer. Es handelt sich um eine erhebliche Veränderung im Stoffwechsel der Haarwurzel. Ganz abgesehen davon, dass wir es ja nicht allein mit dem Kopfhaar zu tun haben. Ja, und wie erklärt man sich denn diese eigentümlichen Veränderungen der Haarwurzel? Ja, also man schuldigt verschiedene Medikamente an. Abgase, Nahrungs- und Konservierungsmittel, Kosmetikartikel, neue Kunststoffe, Strahleneinwirkungen und vieles andere mehr. Sie sehen, an Vermutungen besteht keinerlei Mangel, nur mit den Beweisen hapert es noch. Welche Stellungnahmen liegen von offizieller Seite vor? Nun, natürlich ist wieder einmal niemand verantwortlich. Die Arzneimittelindustrie verweist auf ihre Versuche mit Ratten und Mehlwürmern. Die Nahrungsmittelindustrie droht mit strafrechtlichen Konsequenzen.
Die Schwerindustrie verweist auf die Kunststoffindustrie, die Kunststoffindustrie auf die chemische Industrie und die chemische Industrie auf die Schwerindustrie. Im Übrigen hat der Minister für Umweltschutz die Bildung einer paritätisch besetzten Expertenkommission eingesetzt. Herr Dr. Kurbräu, Sie gelten als der Entdecker der neuen Krankheit. Man hat sie nach Ihnen sogar die Kurbräu'sche Krankheit genannt. Nun hören wir Tag für Tag von neuen Erkrankungen, neuen Todesfällen. Die Seuche breitet sich also aus. Wie lange werden wir noch auf die Kurbräu'sche Therapie warten müssen? Ja. Meine Damen und Herren, so dürfen wir das aber nicht vereinfachen. Wissenschaftliche Entdeckungen, gute wie böse, sind heutzutage nur noch im Teamwork möglich. Ganz zu schweigen vom Zufall, der natürlich auch eine Rolle spielt. Meine Frage war eigentlich an Herrn Dr. Kurbräu gerichtet. Natürlich. Ich kann auch nichts anderes sagen. In aller Welt sucht man nach einer Lösung der Probleme. Irgendwann, irgendwer. Jeder tut sein Bestes. Im Augenblick, ich kann Ihnen das ganz ehrlich sagen, arbeiten wir mit hohen Dosierungen und Kombinationen der erprobten Medikamente. Manchmal klappt's, aber nicht immer. Das kommt auf die Bedingungen an. Schließlich kann die neue Krankheit den Betroffenen ja innerhalb weniger Minuten töten, sodass es also auch ein Zeitproblem ist. Herr Professor Bethmann, müssten Sie nicht eigentlich Ihren Chefsessel räumen? Denn soviel ich weiß, ist Ihnen bislang in noch keinem einzigen Fall eine Heilung gelungen. Wann also werden Sie zurücktreten? Aber sofort, wenn Sie mir denjenigen nennen, der es besser kann. Sie können also nur an den Symptomen herumkurieren. Eine Entlassung aus Ihrer Klinik dürfte es demnach überhaupt nicht geben. Doch, wenn unsere Patienten bereit sind, sich von ihren Partnern zu trennen. So haben Sie ja eine echte Chance. Können Sie die Verantwortung überhaupt auf sich nehmen, die Ehen und sonstigen Bindungen Ihrer Patienten so abrupt zu zerstören? Es bleibt uns keine andere Wahl. Stimmt es, dass, wie unlängst in einem Boulevardblatt zu lesen war, dass einer Ihrer Mitarbeiter das Rentner-Ehepaar Erwin und Frieda Hanke in den Tod getrieben haben soll? Ja, das Wir haben von dem tragischen Doppelselbstmord gehört. Ja. Könnten Sie uns den Namen dieses Mitarbeiters nennen? Nein, nein, der Name spielt keine Rolle. Jeder von uns hätte genauso gehandelt. Es gibt keine andere Chance als die absolute Trennung der Partner. Und Sie, mein Herr, wenn Sie mal für einen Moment Ihre Sensationchen und Sestörchen vergessen könnten, Sie hätten sich ja auch nicht anders handeln können. Herr Dr. Kurbräu, gehe ich recht in der Annahme, dass eigentlich jeder, also auch Sie und ich, von der neuen Krankheit befallen werden kann? Ja. Müsste ich also schreiben, dass von jetzt an jeder gegen jeden allergisch werden kann? Dass niemand weiß, wann er jemanden sensibilisiert oder sich selbst gegen jemanden sensibilisiert? Ja. Müsste ich schreiben, dass jeder Kontakt mit Menschen unser Verderben sein kann? Müsste ich schreiben, dass uns nun doch noch droht, was Seuchen und Kriege nicht geschafft haben? Müsste ich schreiben, dass die Menschheit sich nicht durch Hass ausrotten wird, sondern dass die Liebe von der Umwelt, die Isolation von allen anderen Menschen. Müsste ich das schreiben, Herr Dr. Kurbräu? Ich weiß nicht. Das kann ich nicht sagen. Wenn Sie das so formulieren wollen. Die Rollen und ihre Sprecher waren Dr. Kurbräu, Charles Brauer, Sibylle, Heda Mantschew, Professor Bethmann, Wolfgang Büttner, Dr. Hilberts, Alfons Lipp, Erwin Hanke, Hans Timmerding, Frieda Hanke, Margarete Salbach, Dr. de Vries, Joachim Bliese, Dr. Krumbach, Wolf-Dieter Tropf, Fräulein Brotmann, Rosemarie Reimann. Ferner wirkten mit Angelika Biesmeier, Uwe Karsten Koch, Horst Lindau, William Mokretsch, Jochen Nix, Gertrud Nothorn, Margit Rogal, Otti Schütz, Franz Wacker und Tom Witkowski. Ton und Schnitt Bernd Lossen und Iris Hartmann. Regie führte Andreas Weber-Schäfer.